So Leute, da sind wir beim nächsten Video. WWPAL gegen 4Color Miracle. Mein Gastkommentator heute ist der Kevin, der sich gerade so ein bisschen aufregt. Ja, weil der Freddy die Hüllen falsch rummischt. Das sind so Sachen, die fuchsen mich schon. Und auch so wie er mischt, der Steffen sieht doch alles. Also ich hatte in Bologna auch zwei Miracle-Spieler, die mir so gegenüber gesessen haben und genauso gemischt haben, dass ich direkt wusste, gegen was ich spielen darf. Vielleicht ist das eine Deckkrankheit. Ich weiß es nicht. Also vielleicht muss man das so machen, wenn man Miracle spielt. Wir müssen den Frederik mal fragen. Das könnte sein. Frederik, jo, ja, so heißt er ja da oben in der Ecke. Ja, natürlich. So, auch dieses Mal sind wir wieder bei Fischkrieg. Und auch dieses Mal ist das wunderschönes Salat. Ja. Diesmal habe ich es echt gut hingekriegt für die ganze Aufnahmesession. War ein bisschen eng, aber sonst war es auf alle Fälle sehr angenehm. Da kommt ein Ponder, ich habe einen Oko gesehen, ich habe Swords gesehen. So. Ja, nicht gemischt. Inquisition wahrscheinlich. Ja, ja. Zack. Nee, das ist. Ja, ein Swords hat er genommen. Ach, hast du den im Ponder gesehen? Oder? Ja. Okay. Oh, das ist ziemlich eklig. Was nimmt man denn hier? Wenn man Swords nimmt, ich weiß nicht, hat er immer noch eins. Auf der Hand hat. Der hat noch eine Inquisition, er hat einen Bedlam. Das habe ich gesehen. Er nimmt man Swords, ja. Okay. Noch ein Swords, okay. Triple Swords. Und nur blau und grünes Mana. Aber ein Fetchland. Fetchland habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Müsste ein Fetchland auf der Hand haben, doch da hinten die Misty. Da kommt ja ein Pyromancer. Pyro, aber mitten rein, schöne Misty bei ihm. Da ist auch der besagte Okra. Ja. Aber was macht man jetzt? Weil ich glaube, den will man eigentlich nicht okoren, aber man muss ihn loswerden. Oder man fetcht jetzt halt wirklich auch mal auf ein Duel. Ja. Ja, und dann macht man weg. Da muss ein Duel hin und der gehört jetzt Exile. Ja, das ist nicht so unwichtig. Ist in dem Deck tatsächlich nicht unwichtig, weil ja. Kikuman. Genau, Kikuman, nee, nicht Kikuman, die Lili. Lili. Was, Kikuman nimmt doch auch und was nimmt das? Stimmt, Kikuman nimmt auch eine Kreatur aus dem Friedhof. Kann das, glaube genau. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe die Karte nie selbst. Da ist die Inquisition, wird einfach hingeschmissen, da geht der Oko wahrscheinlich. Das ist ein Full Art Oko, wa? Ja. Hübsch. Nein. Toll. Ich finde die Pose halt echt. Ich finde den legit. Legit. Wenn er jetzt noch glitzert. Ja, das wäre so ein kleiner Dreamboy von mir. Batschnass werde ich da. Ja. Ah, ein Entreat. Oh, richtig bad. Da kommt jetzt der Spawner. Wo ist ein Entreat bezogen gerade? Ja. Aber das willst du in dem Moment nicht casten. Nee, willst du auch nicht. Kannst du, glaube ich, auch gar nicht. Kostet, glaube ich, beim Miracle immer noch Double White. Double Weiß. Ja. Gut, Brainstorm, ne? Da kommt jetzt das Weiße. Der Snapcaster into Ponder. Oh, kommt da jetzt die Liliana? Chandra. Chandra, auf die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja, Chandra, Torch of Deviance ist auch aktuell so eine kleine Testkarte da drin. Ich weiß noch nicht, ob sie gut ist. Ich befürchte fast nein. Aber da ist auch keine Antwort drauf. Jetzt auf einfach. Der Hand nicht, ne? Nee, jetzt einfach Minusen, um die zu töten. Jawohl, sehr schön. Die Handkarten bis auf das Infiltrator. Oh, der Chase von oben. Der kam aber auch hier mit Schmackes. Ja, rein, den kannte er auch. Interessanterweise tut der Chandra die Regeländerung sehr weh, die vor Jahren mal gemacht wurde. Welche meinst du? Früher war es ja so, dass wenn du den Damage auf den Player gemacht hast, du den automatisch auf den Planeswalker redirecten konntest. Und das geht jetzt nicht mehr. Okay, ja, dadurch macht die Chandra kein Damage mehr auf den. Oh, der Croxer. Auf den Planeswalker. Auf den Planeswalker, genau. Da wird der Croxer gecastet. Mit dem wunderschönsten Wording der Welt. Wenn der Gegner eine Karte abwirft und dann fügt er jedem Spieler, der nicht eine Nicht-Landkarte abgeworfen hat, 3 Damage zu. Ja. Okay. Wunderschönes Wording. Einfach nur, um abzusichern, dass er auch 3 Schaden schießt, wenn der Gegner keine Handkarte abwirft. Ja. Ja, ja. Aber dann hätte man noch hinschreiben können, wenn der Gegner ein Land oder keine Karte abgeworfen hat, machen 3 Damage. Aber gut. Was hat er denn jetzt in der Hand? Das Terminus? Ja, Terminus, Entreat und ein Swords. So geht das Terminus. Denke auch.
Das Escapen da war. Da kommt jetzt nichts mehr. Nee, da kommt nichts mehr. Das hat er noch auf der Hand. Caracas. Das heißt Badlands. Hier. Marsh Flats und Rot-Schwarz Patchland, glaube ich. Okay. Obwohl, er hat da eins von diesen Canopy-Ländern. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja. Aber das ist der Sunbaked Canyon. Ja. Könnte zumindest mal noch eine Karte ziehen. Ja, aber ich. Würde ich jetzt auch tun. Würde ich auch tun. Er hat genug Mana eigentlich. Aber nee, er hat mal ein Land gezogen. Nee, Inquisition. Okay. Damit trifft er das Schwert auf seine Hand. Ja. Aber er muss jetzt davon ausgehen, dass der andere mittlerweile jetzt das Entreat oben aufs Deck gelegt hat. Wann? Nee. Er hat doch gebrainstormt mit dem Jace. Achso, ja, ja, dann stimmt. Da ist auf jeden Fall ein Force, da ist ein Land und da ist ein Swords. Ja, dann soll er Swords doch haben. Ja, ein Brainstorm, oder? Ja. Ja. Kein Force, nur Brainstorm. Ja, aber das denke ich, ist okay. Also er überlegt jetzt, ob er das Schwert versteckt, weil er da mit dem Kroxer handeln kann. Das aber den Kroxer kriegt er nicht raus. Du musst 4 Mana bezahlen und 5 Karten aus dem Friedhof wegzahlen und dafür muss mindestens 2 schwarz, 2 rot sein. Ja, aber er macht es trotzdem, ne? Und das Entreat kann er jetzt hiernach nicht spielen. Er wollte es spielen, hast du gesehen? Ah, okay. Er kann es ihm natürlich auch zeigen und spielen. Genau, Trigger auf den Stack Fetch und dann zumindest mal 2 Engeltoken Design. Ja. Die funktionieren, wenn er in seinen Zug geht. Damit kann er die Chandra töten und schon mal ein bisschen Schaden machen. Ja. Was hat er jetzt vor? Er ist ja noch im Brainstorm. Er brainstormt jetzt erst. Genau. Fetch dann? Genau. Du musst den Ransom erst komplett resolven. Ja, und dann kommt das Entreat. Und dann kommt das Entreat. Es sieht zwar super strange aus und es ist super viel Value, wenn man sich richtig überlegt. Mhm. Aber es ist tatsächlich richtig. So, und jetzt hat er noch, was zeigt er jetzt? Ein Force. Ja, und? Land hat da 2 Engel, da kann nichts abwerfen. Das ist ziemlich vernichtend gewesen, dieser Zug. Ja gut, das ist halt 4 Color Miracles, das macht es halt mal. So ein Brainstorm ist halt auch eine gute Karte. Ja, 2 Damage ins Gesicht, das Land kann er nicht spielen. Der Fetch 16, ja, klingt richtig, 2 Engel. Das ist ziemlich gut, Caracas. Das Sunbaked Canyon möchte er nicht ganz knacken, habe ich das Gefühl. Nee, irgendwie hängt er ein bisschen dran. Ja. Sonst wurde den Kroxer. Kann er nicht. Weil? Der Kroxer doppelschwarz, doppelrot kostet. Was hat er denn? Hat er doch. Der Sunbaked Canyon macht nur weißes Mana. Aber doppelschwarz, doppelrot. Ja. Du gerade. Warum tappt er dann 4? Ach. Das verwirrt mich jetzt. Er tappt doch 5 Länder. Ja, weil er vorher die Inquisition gespielt hat. Für einen Schwarz. Das ist ein Play, den er hier hätte nicht tun können. Ja, das kann sein. Aber der Freddy hat doch schon enttappt und greift jetzt an. Achso, das war noch alles in dem Zug. Ja, ja, ich verstehe. Ja. Und ich glaube, die beiden realisieren das beide nicht, dass da ein Fehler passiert ist. Na gut, wir haben es gespoilt. Wir haben es Chase Bounce, Kroxer. Ja. Damit dann ausspielen, dann Force Titans. Die Titans sind wirklich, wirklich, wirklich grausame Viecher, weil sie so viel Value ziehen. Ja. Das ist auch egal, ob du den in den Friedhof gelegt kriegst oder so, weil du holst einfach wieder. Ich meine, jetzt fehlt ein bisschen. Vielleicht crackt er jetzt das Land. Erstmal. Ja, erst das ist denke auch Banane, das Land. Das ist richtig gut. Ja, finde ich auch. Ein Tief wieder oben drauf. Ja. Ja, und da wird schon mal abgepickt. Das schafft er auch nicht mehr. Das holt er nicht mehr ein. Kommt er nicht mehr raus. So. Dann einmal Sideboarden, glaubst du? Ich habe Red Elemental Blast gesehen. Ja, die kommen auf alle Fälle rein. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was das WW-Pal noch großartig mitnimmt. Ich auch nicht, wirklich. Vielleicht Black Engineer, weil er Angst hat vor Mentor. Wenn er Platz hat, ich weiß nicht, was er rausnehmen kann. Mentoren werden eigentlich nicht mehr gespielt.
Ja, aber du siehst einen Mentor am Sideboard, der jetzt tatsächlich sogar reingebordet wird. Ja. Also tatsächlich ist das... Da hat er wieder. Er legt das Deck auf den Tisch mit der Unterkarte zum Gegner, der Herr Frederik. Ja. Wo ich dann... Ich meine, klar, nach dem zweiten Game ist es egal, aber... Nee, ist es nicht egal. Man kann eine Sideboard-Karte zeigen. Ja, zum Beispiel. Aber will dem Gegner dann nicht so viel verraten. Ja, das sehe ich ähnlich. Aber das ist halt... Was, wer sind wir? Haben wir Day 2 gemacht in Bologna? Oder Frederik? Also, wer sind wir da zu kritisieren? Ich habe mir gewinnen lassen gegen mich. Ja, ja, wenn man schon in Bologna gegen einen aus seiner Truppe spielt, dann sagt man, ja, komm. Von 1600 Leuten trifft man halt einen von den fünf Leuten, mit denen man da ist. Vierte Miracle-Spiel an dem Tag, dann hatte ich auch gewonnen. So, Game 2 und wieder... Nee, Thoughtseize. Wollte ich gerade sagen, wieder Inquisition, aber es ist eine Thoughtseize. Da wird wahrscheinlich der Oko gehen. Ah, der hat aber... Ah, das Land ist... Das Land ist irrelevant. Nee, ich denke, da wird der Oko gehen. Viel Angst immer vor dem Oko. Ja, klar, wenn man keine DKs hat, ne, genau, hat genau. Man hat keine DK, man hat keine Konter. Er hat nur diesen Target-Discard. Mhm. Und der Oko kommt einfach eine Runde schneller und gewinnt das Spiel auch wesentlich schneller als so ein Jace. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich das ähnlich, dass die Angst vom Oko aktuell sehr groß ist. Mal gucken, ob der überhaupt noch legal ist, wenn das Video rauskommt. Ich hoffe. Ich auch. So, er spielt den Pyro wieder ins Schwert rein. Ja. Und das Schwert hat er dieses Mal sogar gesehen. Ja, also, aber eben ja auch. Ja. Weiß es nicht. Bin mir da auch nicht sicher, ob man da nicht dann die Runde wartet. Das WW-Pile hat halt nicht die Menge an Kreaturen, dass man da so reinspielen kann. Also ich mach's mit Maverick gegen Miracles nicht anders, dass ich auch einfach reinspiele und mir denke, ja komm, dann mach das halt weg, dann kriegst du die nächste Kreatur nicht gehandelt. Das hat das WW-Pile nicht, das lebt ja auch von den Tokens, ne? Ja, genau. Das sind halt eine der großen Sachen, sind halt wirklich diese Tokens. Ja, wo ich wiederum finde, dass die Cable Therapy, die vorher drin getestet wurde, einfach, die vermisse ich. Ja, sie ist aber aktuell durch zu viele Threads einfach nicht gut. Cable Therapy ist aktuell in keinem Deck wirklich gut, okay. Weil der erste, mit dem du was spielst, der hittet nichts. Ja, wenn du Glück hast. Ne? Ja, wenn du Glück hast. Also aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man ein bisschen dafür rewarded wurde, ein bisschen Skill zu sehen, ein bisschen zu sehen, was der Gegner so für ein Deck spielt, was würde ich an seine Stelle halten, sondern durch diese ganzen zwei davon, einer davon, drei davon, vier davon, zwei davon, ist es so unwahrscheinlich geworden, dass man damit was hittet. Ja. Dass die Karte einfach schlecht geworden ist. Brainstorm Call ist immer noch okay, aber sonst. Ja. Ja, bei uns, muss sagen, bei mir dann, bei uns im Laden spielen, unter unseresgleichen, da weiß man schon, auf was man sich da einlässt. Ne? Ja, klar. Da kann man auch mal eine Cable Therapy noch spielen. Ja, aber dafür testet man ja nicht wirklich. Ja, das stimmt. Ich glaube, es geht jetzt auch gleich hier weiter. Ja, es geht weiter. Der es geht weiter. Discard, sehr schön. Land und damit 3 Damage tatsächlich. Ja, Fetchland Go. Weil hier wäre jetzt schon der Oko gekommen, hätte er nicht abgeworfen und den hätte er nicht mehr eingeholt. Oh, ich sehe eine Liliana Last Top. Bolt. Ist das ein Wasteland? Nee, er spielt keine Wastelands mehr. Ja, Last Top. Nee, ist Whale. Whale, ja, genau. Die sieht man halt im Legacy tatsächlich weniger gefühlt wie die Last Top, deswegen. Mittlerweile sieht man auch fast gar nichts mehr davon. Ja. Oh, Freddy holt die Schlange raus. Ja. Mm. Das ist ein Kulagans, ein Bolt und ich. Ah, das ist dieses Akmons Rampage oder so. Ein Spieler opfert einen Kreatur Planeswalker Artefakt oder Verzauberung, glaube ich. Spielt er die im Sideboard? Ja, ich glaube sogar Mainboard. Da geht der Bolt. Das ist schon krass. Das ist ein Treat. Oh, ich sehe da einen Mentor. Ja, dann wird er sich jetzt ärgern, ne? Weil so. Ja. Was hat der Steffen denn noch auf der Hand, dass er den Bolt abwirft? Wie gesagt, dieses Ankmons will er wahrscheinlich als Antwort haben für den Jace. Und das andere ist der Kolagans Command, den er wahrscheinlich jetzt nutzen möchte. Ja. Für Damage Discard. Also er vergisst. Das ist den Schaden, den das Land ihm macht, die ganze Zeit nicht. Oh, Whale of Summer. Oh, gute Karte. Oh, ne? Gute Karte. Ja, richtig gute Karte.
Das heißt, es kommt gar nichts davon durch. Es kommt nichts davon durch. Das war vernichtend. Jetzt kann er schlecht Plus machen. Weil es eine Schande und das Ding. Und das war immer mein größter Konzern an der Lilly. Die Lilly lässt eigentlich gewinnen. Nö. Die macht einfach nur Grindiger, ne? Die, genau. Man kommt einfach schneller in diesen Top-Deck-Modus, den man in Decks, wo man sie spielt, eigentlich gewinnt, aber ja, den gewinnt. Oder halt zumindest haben möchte. Ich frage mich, warum. Er hat jetzt mit der Lilly gar nichts gemacht, ne? Nein, weil er konnte nicht den Gegner nicht targeten, um ihm eine Kreatur opfern zu lassen, weil Veil of Summer immer noch aktiv ist. Weil Veil of Summer auch für den Rest des Spiels, Rest des Zuges gilt. Was die Karte halt super stark macht. Das stimmt, tatsächlich. Ja, jetzt fehlt jetzt noch. Er hat kein Mana für die Chandra. Er gibt halt Spieler nicht mehr raus. Ja, das Mana für die Chandra fehlt. Jetzt kommt das Rampage, von dem du gesprochen hattest. Ein Pyromancer, okay. Aber der macht halt genau gar nichts, eigentlich. So, auch hier will er nicht plussen, weil er wieder gucken muss, er kann. Er könnte jetzt plussen und die Chandra abwerfen, tatsächlich. Ja. Und Schwert im Friedhof? Ja. Snappy, Schwerter. Oh, doch nicht? Doch, komm schon. Snappy, Schwerter. Oh. Ja, dann nimm mal. Nimm einfach das aus der Hand. Wofür denn das aus dem Friedhof benutzen? Ja. Da kann man jetzt den Brainstorm nutzen. End-of-Term-Brainstorms, die wichtig, besten, die ich gesehen habe. So macht man Day 2. Ich werde so geschlagen, wenn er das hier sieht. Über das, der beste Brainstorm ist der nicht gecastet? Das ist korrekt, Aber der wurde ja schon mal gecastet. Ja. Der war ja schon im Friedhof, da ist er nutzlos. Und aufgewärmte Brainstorms schmecken nicht. Genau. Also ich sehe einen Veil of Summer, ich sehe einen Fetchland, ich sehe einen Swartz, ich sehe einen Mentor. Wenn ich es richtig gesehen habe, legt er jetzt gerade einen Oko oben drauf. Das wäre jetzt halt auch vernichtend. Der Oko? Ja. Na gut, den Oko kriegt er ja gekillt. Hat er ja auf der Hand. Ne? Oder ist das Opfer ein Planeswalker, ja. Kreatur? Aber es war kein Oko, es war. Ich würde den Mentor jetzt droppen, genau. Und jetzt würde ich Attacke. Ja, Veil of Summer beschützt da ganz gut. Swartz beschützt da ganz gut. Ist gut. Ja, wenn jetzt nicht Land oder Black Engineer kommt. Der Pyro ist wieder dahin. Ja, da kommt vor allem. Ja, oh. Dann kommt wieder World of Summer, zieht mal wieder eine Karte. Erstmal kriegt man hier noch so einen. Uiuiui. Einmal kommt den Tisch über. Und er kriegt noch so einen Mentor-Token, so einen hübschen. Hier habe ich leider nicht die hübschen, die ich von MTG vor Tokens gemacht habe. Ja, die haben ja von alles. Von ja, genau, Tokens, genau. Aber das sind auch die RK-Posts. Mhm. Auch sehr beliebte Tokens. Spielen viele bei uns. Ich spiele die auch als Clues. Ja. Kann ich ja verstehen. Die glitzern nicht. Ja, genau. Das ist wichtig. Hauptsache, ja, glitzert nicht. Das ist wichtig. Jetzt kommt endlich mal der Jace. Auch hierfür Respekt, dass der nicht einfach Turn 4 den Jace geslammt hat. Er hat ihn so lange auf der Hand behalten, so lange kontrolliert runtergespielt, bis er ihn jetzt eben unter der Kontrolle hatte. Das war ein Badlands, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war ein Land, ja. Ja. Naja. Gut, ein Pros Trigger. Ja, für 8. Boah. 8. Nächste Runde. Ja. Ja gut, Fetch. Und das Land gibt ja nochmal Schaden, wenn er es tappt. Dann ist er auf 6 runter. Ja, aber mit der Chandra kann er wenigstens noch den Monastery Mentor abschießen. Statement setzen. Nee, er möchte lieber den Chase töten. Den Rampage, okay. Gut, jetzt die große Preisfrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liefel an Bord. Ja. Sehr, sehr krasses Matchup. Dafür, dass WWPal designt wurde, um Miracle damals zu besiegen, das Four-Color Miracle ist anscheinend auch sehr viel besser als das Blue-White Miracle. Ja, und Veil of Summer ist halt, wie man hier auch wieder gesehen hat, eine gute Karte, ne? Das ist cool. Ich spiele sie ja auch immer wieder gerne. Eine gute Karte. So, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann bis die Tage. Jo, ciao. Abonniert.